grüne Hölle. Hier am Nürburgring findet alljährlich das größte deutsche Motorsportereignis statt. Das 24-Stunden-Rennen. 180 Rennwagen und 230.000 Fans kommen an einem Wochenende in die Eifel, um zwei Tage lang ein Fest der Geschwindigkeit zu feiern. Sieger ist, wer am längsten durchhält und bis Sonntag Punkt 16 Uhr die meisten Kilometer zurücklegt. 24 Stunden ohne Unterbrechung. Eine Herausforderung für Autos und Fahrer und eine Dauerparty für alle Fans. Ist einfach genial, die ganzen Autos, der Sound. Ist einfach genial hier. Wegen der Atmosphäre, beim Zelten, wegen dem Rennen. Ja, wegen dem Rennfeeling. Das Ganze mal beobachten, die Kleine mal rumführen, damit sie mal weiß, was Rennsport ist. Rennbegeistert sind wir sowieso. Absoluter Favorit ist der Mantai Porsche, der dreimalige Sieger in Folge. Ihn gilt es zu schlagen. Stärkste Konkurrenten der Audi R8 und der Geheimtipp Ford GT40. Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal dabei Erdgasautos. Die siegreichen Benzin-Scirocco GT24 des Vorjahres bleiben in Blau, die neuen Erdgas-Scirocco fahren in Orange. Wir haben etwas zu verteidigen. Wir haben im letzten Jahr einen Doppelsieg geholt mit den beiden Sciroccos GT24. Das wollen wir natürlich in diesem Jahr wiederholen. Deswegen treten die also auch in diesem Jahr wieder an. Die Erdgas-Scirocco basieren im Prinzip auf den GT24. Zusätzlich haben sie auf der gesamten Beifahrerseite einen Erdgastank montiert und der 2-Liter Turbomotor hat eine erdgastaugliche Einspritzung. Bei Tests auf dem Prüfstand erreichte der neue Motor annähernd die Leistungsdaten des Benzinbruders. Knapp 300 PS warten auf ihren Einsatz. Bis auf den speziellen Tankstutzen gibt es ansonsten kaum äußerliche Unterschiede zum Scirocco GT24. Etwas mehr Gewicht durch den Zusatztank und minimal weniger Leistung fallen auf der Nordschleife kaum auf. Im direkten Vergleich bei den Testfahrten wird klar, dass der Erdgas-Scirocco immer gleich auf ist mit seinem blauen Benzinbruder. Testfahrer Peter Terting ist optimistisch. Wir waren gerade die letzten Wochen eben sehr viel am Testen mit beiden Autos. Und dort hatte ich auch die Möglichkeit, eben einen direkten Gegenvergleich zu fahren. Einmal auf dem benzingesteuerten Auto und sowohl auf dem Erdgasauto. Und speziell vom Fahrverhalten oder von der Motorleistung ist der Unterschied so minimal, eigentlich kaum spürbar. Und ich denke, dass wir trotz dem wir mit Erdgas an den Start gehen, richtig konkurrenzfähig sein werden. Im Fahrerlager wird es hektisch. Der Start rückt immer näher. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen und die Autos für das Rennen präpariert. 14 Uhr, noch 2 Stunden bis zum Start. Die Arbeitskleidung wird angelegt und die Autos werden an den Start gerollt. Schnell werden die letzten Reservereifen präpariert. Die Fahrer freuen sich schon auf ihren Einsatz. Das ist ja das Schöne, dass wir das selber erleben dürfen, erfahren dürfen. Weil das erklären kannst du es eigentlich gar nicht. Ja, ja, kannst du nur erleben. Ja. Absolut. Du hast alles dabei zum Trinken und so auch? Ja, ich nehme die Flasche mit. Da. Ich gehe ja direkt jetzt zum Auto. Ja. Ich nehme eine E-Mail. 14.30 Uhr. Alle Teammitglieder sind auf dem Weg zur Box. Eine letzte Teambesprechung steht auf dem Plan. Einige zeigen sich außergewöhnlich cool, andere diskutieren noch letzte Details. Aber über allen liegt die Anspannung. Denn die ersten Nordschleifenkurven kommen immer näher. Dann wird es ernst. Die Rennwagen nehmen auf der Start- und Zielgeraden ihre Startaufstellung ein. Die Fahrer sind allein mit ihren Gedanken. Nervosität macht sich breit. Es gibt kein Zurück mehr. Nur noch wenige Minuten bis zum Start in die 24 Stunden. Jetzt gehört der Ring nur noch den Rennwagen. Für Teammitglieder ist hier kein Platz mehr. Blickfrei für die Zuschauer und bahnfrei für die Autos. Nach einer Einführungsrunde der fliegende Start. Gleich zu Anfang gehen die beiden Scirocco Kopf an Kopf in die erste Kurve. Die Boxencrew hält die Luft an.
Doch die Volkswagen kommen problemlos durch. Andere haben nicht so viel Glück und legen gleich in der ersten Kurve eine Pirouette hin. Gleich von Anfang an wird hart gefightet. Besonders an der Spitze des Feldes liefern sich der führende Ford GT40 und der Mantai Porsche 911 GT3 RSR ein erbittertes Duell. Attacke und Konter wiederholen sich ein ums andere Mal. Und direkt in den ersten Runden kommt für einige Teilnehmer bereits das Aus. Aber auch das gehört hier dazu. Fehler werden gnadenlos bestraft. 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring. Das sind harte Fights an der Spitze und spektakuläre Unfälle. Einigen Unfallwagen kann noch geholfen werden. Schnelleinsatz des fliegenden Mechanikers an der Strecke. Das abgesprungene vierte Rad ist bei diesem Honda S2000 bald wieder montiert. Der Erdgas-Scirocco kommt zum ersten Boxenstopp. Routiniert und trainiert geht das Team ans Werk. Fahrer- und Reifenwechsel innerhalb kürzester Zeit. Ein schneller Technikcheck, beste Sicht für Fahrer und Licht und ein bis zum Rand gefüllter Erdgastank. Schon geht es in die nächsten 1,5 Stunden. Die fahren in der Tempo, wie es geplant ist, ziemlich viel Verkehr und auch viel Öl auf die Strecke. Die müssen ziemlich aufpassen, wenn etwas auf die Strecke liegt. Das sind unsere großen Sorgen, aber sonst läuft alles gut. Kurvenhatz und Sprungkuppen, das ist die Nordschleife. Ein gnadenloser Dauertest von Mensch und Material. Beim Scirocco läuft alles nach Plan. Kleine Probleme werden direkt an den Renningenieur weitergegeben. Auch dieser Boxenstopp verläuft unspektakulär. Doch nicht alles ist berechenbar. So wie das Wetter in der Eifel. Der Meteorologe Bernhard Mühr versorgt die Teams mit Infos. Heute war ja ein wunderbarer Tag, Hochdruckeinfluss hier über der Eifel, der geht leider zu Ende. Wir haben ein Gewittertief über Frankreich, das nähert sich jetzt so langsam hier von Westen dem Nürburgring an. Die ersten Wolken sind schon da, auch die ersten Schauer über Luxemburg, die lösen sich aber auf, sodass wir in den nächsten Stunden erstmal noch trockenes Wetter zu erwarten haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass es also kurzzeitig mal nass werden kann. Harter Kampf an der Spitze. Ford GT40 vor Porsche 911 GT3 RSR. Doch dann ein heftiger Abgang. Der Ford ist raus. Er hatte mir eindeutig Platz gemacht und ich habe dennoch einen Schlag von ihm bekommen, aber nur ganz leicht aufs Heck. Da bin ich da abgeschmiert, aber Gott sei Dank nur ganz leicht eingeschlagen, also kein Problem. Ich sag mal, da hatten wir wirklich Glück gehabt. Das war Adrenalin genug fürs Wochenende. Jetzt hat der grün-gelbe Mantai Porsche freie Fahrt in die Nacht. Beleuchtung gibt es nur auf der Start- und Zielgeraden. Ansonsten sind die Fahrer nachts allein auf ihre Scheinwerfer angewiesen. Bei den Erdgas-Sciroccos sieht es gut aus. Keine technischen Probleme bis in die tiefe Nacht. Runde um Runde spulen die Erdgas-Rennwagen ungestört ihr Programm ab. Zur Halbzeit des Rennens nach 12 Stunden sind die Techniker am VW-Kommandostand in der Boxengasse deshalb recht zufrieden. Wir liegen ziemlich planmäßig eigentlich. Auf Platz 17 derzeit mit dem schnellsten Benziner. Im Gesamtklassement auf Platz 1 und 2 in der Klasse und mit dem alternativen Erdgasfahrzeug ebenfalls auf Platz 1 in der Klasse. Ebenfalls unter den Top 20. Wir haben jetzt nach 10,5 Stunden die ersten planmäßigen Stops gemacht und Bremsbeläge gewechselt. Ansonsten hatten wir bislang keinerlei technische Probleme, von daher alles im Lot. Doch das Glück der Scirocco währt nicht lange. Ein Unfall mitten in der Nacht. Das Auto muss zum Zwangsstopp in die Box. Der Erfolg des Erdgasrenners steht auf der Kippe. Bedrückte Gesichter und natürlich das große Bangen um das Auto. In der Dämmerung gab es einige Schauer und dann war ein bisschen Öl auf der Strecke. Und diese nassen Stellen hat man nicht gesehen. Und da ist ein Kollege mit dem Auto in
quasi ins Gras gekommen und an der Leitplanke entlang gerutscht. Und da musste man eben im Frontbereich einiges wechseln, unter anderem dann den Querlenker. Und wir werden vielleicht sogar nochmal bauen müssen. Und deshalb die Verzögerung. Racing. Große Erleichterung beim VW-Team. Nach nur 30 Minuten geht das Auto wieder zurück auf die Strecke. Auch die legendären Fans machen die Nacht zum Tag. Genau wie die Fahrer gönnen sich die Partymacher am Rande der Strecke kaum eine Pause. Dabei sind sie immer bestens informiert. So, jetzt kommen die Live-Rankings. Auf Platz 1 ist der Mantai Porsche, die Nummer 1. Danach kommt die Nummer 99, der R8. Eine Minute Abstand. Platz 3 ist dann wieder Porsche mit der Nummer 2. Auf Platz 4 kommt wieder ein Audi R8. Ich hoffe, der Audi, der macht es. Viele Fans bleiben die ganze Nacht auf, um ihre Favoriten anzufeuern. Während der R8 die Box routinemäßig ansteuert, warten die Rennbegeisterten entlang der Strecke auf den orangen Scirocco mit der Startnummer 114. Doch der kommt nicht. Der Grund? Der Erdgas-Scirocco hatte erneut einen Unfall und muss zur Reparatur zurück in die Box. Die Mannschaft hat nun alle Hände voll zu tun. Eine komplizierte Operation steht an. Sieht so aus, als hätten wir das ganze Pech gepachtet. Zuerst lagen Teile auf der Strecke, dann hat sich der Unterboden gelöst. Und jetzt ist ein Porsche beim Einlenken wie ins Wrack gefahren. Gleich vier Mechaniker kümmern sich um den Querlenkertausch. Kurze, knappe Anweisungen bestimmen den Ton. Eine Zange. Heidi, gib mir mal eine Zange, bitte. Fieberhaftes Arbeiten. Je länger der Scirocco steht, desto mehr Plätze wird er verlieren. Morgenstimmung beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. In der Box des Erdgas-Sciroccos hat man wenig Sinn für die Schönheit der Natur. Hier hat man andere Sorgen. Sieht so aus, als hätten wir das ganze Pech gepachtet. Zuerst lagen Teile auf der Strecke, dann hat sich der Unterboden gelöst. Und jetzt ist ein Porsche beim Einlenken wie ins Rad gefahren. Um Punkt 4.45 Uhr in der Früh ist der Scirocco wieder auf Kurvenhatz. Für die Männer in der Box bedeutet das endlich einmal 5 Minuten Pause. Für die Fahrer ist jetzt erhöhte Konzentration angesagt, denn die lange Rennnacht hat Kräfte gekostet. Gerade in den Morgenstunden lässt die Aufmerksamkeit schnell nach. Direkt nach der Kuppe halt war ein sehr, sehr langsames Fahrzeug in der Mitte fast vor mir gestanden und weder links noch rechts. Und ich kam halt dort angeflogen mit vollem Speed und hatte eigentlich keine Chance, dem Auto auszuweichen. Ist das etwa das Ende der Scirocco-Clique? Nein, denn die Mechaniker kriegen auch diesen Scirocco wieder ins Rennen. Der Zieleinlauf. Der Mantai Porsche gewinnt das 24-Stunden-Rennen zum vierten Mal in Folge und schreibt damit Rennhistorie. Doch auch die fünf Sciroccos leisten ihren Beitrag für die Ringgeschichte. Jubel beim VW-Team. Heute bei FastLap. Weiß und unschuldig auf den ersten Blick. Dabei hat es